Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich werde ständig gefragt, Mensch Claudi, wie hast du das eigentlich mit deinen Wimpern hinbekommen? Sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram, als auch tatsächlich, wenn mich Menschen sehen. Also gestern tatsächlich auch noch von meiner Mom mal wieder und auch von meiner Stiefschwiegermama ins B und auch meine Freundin und so. Und ich möchte euch einfach mal jetzt gebündelt in einem Video all meine Tipps weitergeben, die einfach dazu geführt haben, dass ich von meinen Schweinsaugenwimpern zu Wawa Woom Lashes gekommen bin. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Ganze hat sich auch wirklich in der Zeit erstmal etabliert. Das ist jetzt nicht von jetzt auf gleich gewesen. Als ich zum Beispiel auch schwanger war und gestillt habe, konnte ich ja auch viele dieser Produkte so gar nicht mehr verwenden, sodass man auch, wenn man sich dann die Bilder auch anguckt, genau, und auch die Videos von der Zeit genau sieht, ja, was das dann wirklich ausmacht. Ne? Ich werde euch auch wirklich so ein bisschen versuchen, über die Inhaltsstoffe aufzuklären, dass ihr auch genau wisst, worauf ihr euch einlässt und auch Techniken mit an die Hand geben. Was für mich einfach ein super Game Changer war tatsächlich, ist, dass ich auch so ein bisschen Kontakt mit K-Beauty bekommen habe und auch mit dem Thema Double Cleansing. Das hat tatsächlich mir die Firma Yepoda auch super nahe gebracht, als ich auch ganz damals vor 3 Jahren oder so angefangen habe, dort auch Kooperation mit ihnen zu machen. Und da ist dann auch das erste Produkt eingezogen, was für mich persönlich viel verändert hat. Und zwar ist das hier der Calm Balm, The Calm Balm. Und deswegen hat sich vieles bei mir verändert, weil das Abschminken dadurch halt super sanft geworden ist. Und das ist halt auch noch so eine Sache. Es ist immer super, super wichtig, halt auch darauf zu achten, dass man sich richtig abschminkt, dass man sich richtig pflegt, um halt die Basis für das Ganze zu legen. Das ist für mich halt auch so ein Lernprozess gewesen. Und deswegen ja, war ich einfach begeistert davon, was The Calm Balm mit meinem Gesicht angestellt hat. Das ist der erste Schritt vom Double Cleansing. Das ist ein Balsam, also ein Balsam, der halt wirklich fest ist. Und den gebe ich mir dann erstmal mit einem Finger, nehme ich den raus, nehme das zwischen meine Finger, um das Ganze ein bisschen aufzuwärmen. Und so wird das feste Öl, was da ja drin ist, zu einem flüssigen Öl. Das gebe ich mir ganz, ganz vorsichtig auf mein Gesicht und auch auf meine Wimpern. Und da, Leute, ist auch wieder so ein Technikschritt, immer von der Wurzel bis zur Spitze. Nicht rubbeln oder reiben oder sonst irgendwas, weil das natürlich auch verursacht, dass Haarbruch entsteht und auch Haarausfall. Es sind viele Schritte, viele kleine Schritte, die dann nachher das Ergebnis auch so werden lassen. Dann nehme ich mir ein bisschen Wasser, emulgiere das Ganze sanft auf und dann wasche ich mir das halt auch mit Wasser entsprechend ab. Das mache ich meistens auch direkt unter der Dusche. Ich habe euch das jetzt aber auch mal eingeblendet, wie ich das so quasi am Waschtisch machen würde. Dann ist tatsächlich auch noch eine wichtige Sache, dass man einen zweiten Schritt vom Double Cleansing verwendet und zwar ja halt wirklich alles runternehmen. Ich habe damals immer den Fehler gemacht, dass ich, also wirklich in meiner Jugendzeit, habe ich mich so gut wie gar nicht abgeschminkt, wenn ich ins Bett gegangen bin. Das ist wirklich krass. Das kann man sich auch mal überlegen, was das dann ja auch mit den Wimpern dann in dem Sinne anstellt. Sie werden halt unfassbar hart und brechen dann natürlich irgendwann ab. Und das war also gar nicht gut. Das heißt, Double Cleansing. Wirklich alles, was auf dem Gesicht ist, runternehmen. Ich habe es jetzt in der Treble Size, The Bubble Double. Das ist mit Salicylsäure ein Produkt, was halt wirklich nochmal als Schaum alles schön reinigt. Wir haben ja auch Salicylsäure mit dabei, was für die Haut dann auch in dem Sinne nochmal reinigend ist und was für meinen Mr. Fred auch gerade eine ganz nette Kiste ist. Beziehungsweise er findet es wahrscheinlich nicht so nett, aber ich, weil er dann so langsam mal ausziehen darf. Und ja, das verwende ich tatsächlich auch erst im Herbst, also eigentlich von Oktober bis Ostern, aber wir sind mal nicht päpstlicher als der Papst. Ich drehe das Video jetzt am 24.09. Ja, wir haben heute einen sonnigen Tag, aber ich versuche jetzt einfach mal nicht so viel rauszugehen. Ne? Genau, und das verwende ich auch abends nur. Und ja, deswegen, mega. Dann habe ich ein gereinigtes Gesicht und bin halt wirklich sauber. Und das macht halt auch viel aus. Ne? Du hast keine Bakterien oder Verschmutzung mehr im Gesicht und ja, danach bin ich dann wahrscheinlich am Duschen, aber nach dem Duschen mache ich dann meine Abendroutine, meine Abendpflege. Und auch da ist es wirklich wichtig, auf viele Dinge zu achten, was die Haut angeht, das ist jetzt was anderes, aber auch was die Augen angeht. Ich persönlich verwende auch immer eine Augencreme, das macht nicht jeder. Ich persönlich verwende halt einfach gerne Augencremes und ja, Yepoda bietet halt auch aktuell an, wenn ihr mit dem Code CLAUDICREAM etwas dort bestellt, dass ihr halt nicht nur einen wundervollen Rabatt bekommt, sondern dass ihr auch ab 69 Euro Mindestbestellwert die The Ice Cream mit dazu bekommt. Ich habe jetzt auch meine hier und das ist ein Produkt, das hat so veganen Schneckenschleim, genau, und pflanzliches Bakuchiol. Also Bakuchiol ist die
pflanzliche Variante zu Retinol. Und ja, pflanzlicher oder veganer Schneckenschleim ist halt dann auch nochmal richtig schön pflegend. Tatsächlich nicht nur für die um die Augen herum Partie, sondern auch für die Wimpern, weil ich mir das dann auch richtig auch auf die Augen drauf gebe, vorsichtig auftrage und auch da wieder vorsichtig mit meinen Augen umgehe. Nicht rubbel oder sonst irgendwas, ne, sondern mir auch die Zeit nehme, um da die Augenpartie zu pflegen. Denn wenn ihr gereizte, gerötete Augen habt oder wenn ihr, das merkt ihr zum Beispiel, wenn vielleicht irgendwie stimmungstechnisch alles ein bisschen im Keller ist und ihr vielleicht ein bisschen viel weint, dann fallen euch meistens auch ein bisschen mehr Wimpern aus, als wenn das so im Regelfall der Fall ist, ne? Oder wenn ihr viel im Meer seid, zum Beispiel Salzwasser, wenn ihr das nicht ordentlich abwascht und so. Naja, Pflege, unheimlich wichtig, Feuchtigkeitspflege, und hier haben wir auch noch wundervoll Slow Aging mit dabei, eben durch das Bakuchiol zum Beispiel, und deswegen finde ich diese Augencreme auch sehr, sehr empfehlenswert. Und Augenpartie ist dann gepflegt und alles ist dann auch schön vorbereitet, und das ist so essentiell tatsächlich. Ne? Also wenn man trockene Augen hat, wunde Augen hat, dann wollen die Wimpern wahrscheinlich auch nicht ganz so wachsen. Und dadurch, dass ich ja auch die Creme und auch dieses Abschmink oder den Kornbaum als Ölprodukt, ne, auf die Wimpern ja auch auftrage, habe ich eine Feuchtigkeitspflege. Und man kann jetzt natürlich auch hingehen und sagen, Mensch, es gibt ja auch so Öle, Rizinusöl und so weiter, das kann man noch zusätzlich tatsächlich auf die Wimpern auftragen, um eben die Wimpern vor dem Haarbruch zu schützen. Und das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr möchtet. Ne? Ich verwende das manchmal, wenn ich es da habe, einfach so als Kombi mit dazu. Oder halt, als ich zum Beispiel in der Schwangerschaft war und auch in der Stillzeit, wo ich keine hormonell wirksamen Produkte verwendet habe, da habe ich das halt auch ausschließlich verwendet. Oder halt nur die Produkte, wo die Hormone nur an der Stelle wirken und wo ich keine Angst haben musste, dass es sich irgendwie anderweitig auswirken könnte. Ja, genau. Aktuell in Anwendung habe ich aber ausschließlich das Grande Lash, und das ist so ein großartiges Wimpernserum. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren ich das erste Mal verwendet habe. Da habe ich das von Purish zugeschickt bekommen und erst gedacht, was soll das? Da habe ich jetzt so nicht, ne? Die haben es jetzt leider nicht mehr im Sortiment. Ihr findet es aber tatsächlich noch bei Lookfantastic und könnt auch mit meinem Code ClaudiWelt drauf sparen. An dem Code verdiene ich nichts. Genau, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch gerne den Adventskalender bestellen. Da ist es nämlich drin, ist in der Infobox verlinkt. Und ja, genau, an dem Link würde ich was verdienen, also das der Transparenz halber. Auf jeden Fall seht ihr ab 4 Wochen ein Ergebnis nach diesem Wimpernserum. Und wenn ihr das wirklich täglich abends verwendet, bekommt ihr Wawa Womb Lashes. Ich habe schon so viel positive Resonanzen von euch bekommen, aber auch aus meinem Freundeskreis. Also ich habe ein paar Freundinnen, die das verwenden. Und die schwören da drauf. Die sagen, komm, ja, das ist teuer, definitiv, aber es macht einen Effekt. Ich habe gestern noch mit meiner Mom drüber gesprochen. Letztendlich sind Wimpern ja dafür da, um dir irgendwelche Krümel aus den Augen rauszuhalten. Und Männer sind da jetzt nicht so, oder das, ne, das ist jetzt nicht so, dass es halt für jemanden anderes ist. Wir machen das eigentlich eher so für uns. Und ich persönlich mag es auch lieber eher so für mich, ne? Meinem Freund ist das Schnurzepiep egal, ob ich jetzt lange Wimpern, kurze Wimpern, große Brüste, kleine Brüste, lange Haare, kurze Haare, der Mensch ist wichtig, ne? Aber es sind halt viele Dinge, wo ich mich einfach wohl mitfühle, und ich mag einfach das mit den Wimpern gedönsen. Okay, auf jeden Fall liebe ich dieses Wimpernserum. Ich trage mir das auf wie so ein Eyeliner und ja, halt wirklich so am Wimpernkranz, nicht zu tief Richtung Wasserlinie gehen, weil wenn das in die Augen kommt, dann kann das schon sehr, sehr unangenehm werden. Genau, das ist dann halt auf meinem Wimpernkranz. Ich kann euch das auf jeden Fall mega ans Herz legen und finde es einfach wunderbar. Das gibt es auch im Set mit dem Grande Brow und der Grande Mascara heißt die, glaube ich. Da könnt ihr dann auch nochmal derbe drauf sparen. Und ja, für mich ein absoluter Game Changer, den ich euch einfach krass empfehlen möchte. Ich lieb's. Und ja, sehr gutes Produkt. So, wenn wir dann so Richtung ich schminke mich gehen. Ich schminke mich, wie gesagt, fast täglich. Also ich mache das hier ja beruflich. Und aktuell sind die Adventskalender sowieso mega krass am Start. Und deswegen, ne, geht hier die Party ab. Und wenn ihr das Video zu diesem Look sehen wollt, das kommt, ich glaube, am Mittwoch online. Da habe ich nämlich das Hashtag ungeschönt Video gedreht. Auf jeden Fall starte ich das immer so, dass ich nachdem ich das Setting Spray verwendet habe, da habe ich dann ja quasi das Setting Spray auch einwirken lassen, und die Wimpern haben ja natürlich auch ein ganz kleines bisschen was abbekommen, ne? Genau, dann nehme ich mir eine Wimpernzange
und biege mir die Wimpern. Ich habe jetzt hier eine von Catrice und die finde ich wundervoll. Die habe ich, glaube ich, mal bei der lieben Alina bei Frühlingsrolina gesehen und seitdem verwende ich die und ich finde sie so geil und ich sollte definitiv mal das Gummi hier erneuern oder mir eine neue davon holen, aber die ist so, so gut. Wenn ich die noch irgendwo finde, verlinke ich euch die gerne in der Infobox. Einfach, weil sie die Wimpern schön greift und dadurch, dass du diese Zacken da dran hast, halt auch so schön auffächert. Ich verwende die auch ganz, ganz leicht. Ich drücke nicht doll. Ich mache halt so ganz zarte Wippbewegungen mit dem hier unten dran, ne? Das ist nicht doll drücken. Sobald die Wimpern drin sind, nur ganz vorsichtig schließen und ganz vorsichtig diese Wippbewegung. Drück niemals doll zu oder, keine Ahnung, mach das mit Gewalt oder so. Ganz vorsichtig, ganz behutsam. Und ihr seht ja auch, dass ich dann lieber nochmal einfach ja, jede Seite quasi dreimal mache. Einfach damit ich halt da das kommen, also alle Wimpern damit auch gebogen bekomme. Das ist für mich irgendwie schöner, als wenn ich zu doll drücke, das zu Wimpernzange. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Gamechanger, was mir auch zum Beispiel hilft, weil ich bin Brillenträger und ich habe jetzt ja wirklich lange Wimpern und wenn ich eine Brille trage und meine Augen zwinkern halt, ist ganz normal, ne? komme ich so nicht an die Brille dran. Was natürlich zum einen daran liegt, dass sie natürlicherweise nicht gerade sind, sondern auch ein bisschen gebogen, aber halt durch die Wimpernzange und durch die Mascara halt auch nochmal nach oben gekommen sind. Genau, da habe ich keine Probleme mit. So, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, das Ergebnis intensiv zu haben, rate ich euch einfach einen Eyeliner zu verwenden. Das macht halt einen dichteren Wimpernkranz, das ist eine optische Geschichte, ne? Und ich verwende super gerne Eyeliner. Man muss es nicht mit Wing machen. Man kann auch einfach nur oben an dem Wimpernkranz entlang gehen, um das Ganze halt dann zu verdichten. Das sieht einfach optisch voller aus und erfordert manchmal ein bisschen Übung, aber es geht ruckzuck, glaubt mir, ne? Ich habe jetzt hier heute drauf von Revolution den Liner Pau. Ja, den mag ich sehr gerne, aber sonst habe ich in Anwendung auch den Physicians Formula. Da weiß ich nicht, ob es den noch gibt, Leute, ne? Da will ich euch jetzt keine lange Nase machen. Das ist nämlich dieser Eye Booster. Den hatte ich mal irgendwo in so einer Surprise Box mit drin und ich glaube, dass der auch so eine Art Wimpernwachstumsserum mit dabei hat. Übrigens, wenn ihr Inhaltsstoffe lesen lernen wollt, was so Hormone angeht, dann müsst ihr bei den Inhaltsstofflisten von Produkten nach Prost suchen. Also Prost im Sinne von Prost, ne? Denn das ist immer ein Indikator dafür, dass der Inhaltsstoff, wo irgendwas mit Prost in dem Wort drin ist, etwas hormonell Wirksames ist. Das habe ich mal irgendwo als Eselsbrücke gehört und kann das auch gerne einfach mal so an euch weitergeben. Genau. Da könnt ihr das dann nämlich auch einfach sehen, weil es gibt ja viele verschiedene Wimpernserien, ne? Genau, ja, soviel zum Eyeliner. Dann kommt natürlich das Krasse überhaupt, die Mascara ins Spiel. Ich habe jetzt heute eine verwendet, die war neu für mich, war okay, würde ich jetzt ja eher in Kombination mit einer anderen noch weiter verwenden. Die Max Factor 2000 Calorie Pro Stylist Mascara ist das und damit habe ich euch das dann auch abgefilmt, wie ich die Mascara auftrage. Und zwar ist es so, dass ich einen, wo ist er hin? Einen Taschenspiegel nehme. Der hier ist jetzt von Ebeline aus dieser Bambi Collection, ist super süß, ne? Mhm. Und praktisch hierbei ist einfach, dass du einen Taschenspiegel hast mit zwei Spiegeln. Das ist eigentlich so das, was euch am besten hilft. Dann ist das, was ihr euch merken solltet, ihr legt es halt so quasi vor euch hin, sodass ihr quasi euch von unten in die Nase gucken könnt. Und der untere Spiegel ist für die oberen Wimpern und der obere Spiegel ist für die unteren Wimpern. So vermeidet ihr tatsächlich das Andatschen und ihr macht nochmal mehr Schwung, mehr Volumen, mehr Kabäm, mehr Wawawum in eure Wimpern rein. Das heißt, ihr nehmt dann zuallererst den Spiegel, haltet den euch so hin und könnt euch dann die Mascara ansetzen. Ihr seht ja, wie ich sie jetzt auftrage, ne? Und ich setze an der Wurzel an und ziehe langsam nach oben. Ich mache keine hektischen Bewegungen, keine Zickzack-Bewegungen, keine hin und her und wusch, 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 sondern ich mache das wirklich langsam, sodass die Mascara auch wirklich jede Wimper greift und überall gut drankommt. Ne? Und tatsächlich mache ich drei Schichten. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie ich das mache, wie lange ich das zwischendrin trocknen lasse. Also da ich mir ja auch immer sehr viel Zeit lasse, das jeweilige Auge halt zu tuschen, kann ich dann wirklich ein Auge tuschen, dann das nächste Auge tuschen und dann kann ich ja wieder ans erste Auge dran gehen. Ne? Dann ist es auch schon ein bisschen angetrocknet, da muss ich auch nicht zwischendrin warten. Bei der zweiten Schicht mache ich dann auch ein bisschen den unteren Wimpernkranz mit, das heißt, dann nehme ich dann den Spiegel und gucke dann ein bisschen mit leicht hochgezogenen Augenbrauen oben in den Spiegel rein, sodass ich halt oben auch nicht an den Augenbrauenbogen anditsche, ne? Und tusche mir ein bisschen die unteren Wimpern, da musst du auch keine großen Grimassen ziehen, aber halt so, dass du da ordentlich dran kommst. Und ja,
dann mache ich halt weiter mit meinem Tralafitti. Und tatsächlich ist das auch das, wie es bei mir am besten funktioniert. Und wenn ich meine oberen Wimpern tusche, setze ich, wie gesagt, an der Wurzel an und ziehe nach oben. Und ab und an ist es auch so, dass ich dann bei der zweiten, dritten Schicht, ne, wenn ich halt quasi schon mal alle Wimpern soweit einmal benetzt habe mit Mascara, nehme ich das Bürstchen. Und da ist es eigentlich am besten, wenn du ein relativ rundes Bürstchen hast, also wo an allen Seiten quasi das Gleiche dran ist, ne? Und dann setze ich das an meinen Wimpern an und während ich meine Augen schließe, drehe ich das ganz leicht und ziehe dann wirklich ganz langsam die Mascara auch die Wimpern, also an den Wimpern so hoch. Das gibt halt nochmal richtig Power. Versucht es einfach mal, das wird euch wirklich helfen. Ja, und eine Mascara, die natürlich volle Elle mein Wimperngame verändert hat, weil ich dann einfach gelernt habe, diese Mascara zum Beispiel mit dieser Max Factor zu kombinieren, ist die Nabla Vigis Mascara. Die ist einfach richtig krass. Auch die Mesauda Big and Thick Lashes Mascara, wenn sie noch nicht so wirklich leer ist, wie sie bei mir das am Ende war, ist enorm gut. Aber die Nabla Vigis hat wirklich mein Mascara-Game komplett geändert, weil die ein sehr, 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 sehr kleines Bürstchen hat. Du kommst damit präzise vorne dran. Du hast aber am Anfang extrem viel Produkt dran. Also man muss sich ein bisschen mit dieser Mascara anfreunden. Und gerade am Anfang, die ersten eine Woche ungefähr, ein, zwei Wochen, verwende ich die immer in Kombination mit irgendeiner Mascara, die nicht so richtig krass Kabam-Produkt dran hat, wie zum Beispiel die Max Factor. Damit würde ich das wirklich gerne kombinieren demnächst. Und ja, die Nabla Vigis, die gibt halt nochmal so richtig alles on top, aber das ist eher so für die Leute geeignet, die auch sehr volle Wimpern mögen. Ne? Da bin ich halt ganz vorne mit dabei. Und auch diese Mascara bekommt ihr im Purish Adventskalender. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Nö. Setze ich euch auch in die Infobox. Also es gibt immer so ein paar Adventskalender, da werde ich nämlich auch immer nachgefragt, die ich jedem einfach empfehlen würde, ne? Und das erwähne ich jetzt auch immer wieder in meinen Videos, damit ihr das auch mitbekommt, weil ich bekomme jeden Tag so viele Anfragen und das ist so krass. Deswegen versuche ich das alles jetzt auch einfach in Videos mit abzudecken. Genau, also das ist dann so der Schritt, der das Ganze vollendet und halt wirklich krass macht. Solltet ihr doch mal irgendwann mit der Mascara gepatzt haben, weil das passiert ja tatsächlich ganz gerne mal, haben wir ja alle irgendwie irgendwo mal ein Spoolie rumfliegen. Ne? Lasst die Geschichte antrocknen, wartet einfach noch irgendwie 5 Minuten, trinkt euch einen Kaffee oder einen Schluck Wasser oder sonst irgendwas, aber macht das nicht, wenn das Kram noch feucht ist. Und nehmt dann diesen Spoolie, den ihr halt so habt, und bürstet es einfach weg. Dann habt ihr keine Schlieren oder sonst irgendwas. Das funktioniert so gut. Also diese ganzen Q-Tip-Geschichten würde ich jetzt so nicht empfehlen. Jedenfalls nicht, wenn das Ganze noch feucht ist. Und überhaupt nicht Q-Tip nass machen und dann abmachen. Da nimmst du dir alles mit ab, ne? Also einfach trocken wegbürsten. Damit kriegst du auch irgendwie überschüssigen Glitzer weg und dies, das, Ananas, ne? Und auch über den Tag verteilt. Sollte es dann doch mal so sein, dass die Mascara nach oben hin abstempelt. Das ist ja je nachdem von Mascara zu Mascara, von Haut zu Haut zum Beispiel auch unterschiedlich. Also bei mir stempelt immer sehr, sehr wenig tatsächlich ab. Kann man das auch einfach mit einem Spoolie einfach so hier immer so durchgehen und dann hast du es ja schon wieder weg oder hier unten drunter, ne? Einfach mal so entlang gehen und schon sieht alles ein bisschen mehr fresh aus. Kann ich euch einfach so empfehlen. Ja, also ich würde jetzt einfach mal denken, dass ich euch jetzt wirklich soweit alles auch mit an die Hand gegeben habe, was so meine Tipps wären oder mein Werdegang zu Wawa Voom Lashes. Auch nochmal vielen, vielen Dank an Yepoda für das Sponsoring dieses Videos und denkt dran, mit Claudi Cream bekommt ihr auch ab 69 Euro Mindestbestellwert die The Ice Cream mit dabei und einen wundervollen Rabatt. Die haben übrigens auch einen Adventskalender, schaut doch mal vorbei. Ich glaube, die 3 Produkte dürften da sogar drin sein. So, ihr Lieben, ich habe euch alles, was ich so gezeigt habe, mal in der Infobox verlinkt und ich hoffe, dass ich euch irgendwie weiterhelfen konnte. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie super gerne unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.